Willkommen bei Dreckstart, der letztebäuerischer Gaming-Show auf YouTube. Wir sind erst vielmals, merci, dass ihr das nächste angeschaut habt. Und heute, jemand mit dabei sind, den Mike Orlowski. Salut. Und den Hinkel. Salut. So, war das das Woche dann so auf diesem Channel gelernt? Naja, ich hatte Mittwoch ein Video uploaden von mir, wo ich Black Ops 3 Beta spiele. Und die war ganz cool. Und ich habe Beta so rüber auf der PlayStation 4. Aber ich meine, haut so rüber auf der Xbox One und auf der PC. Aber voll. Ja, das war schon. Ja, ich meine, heute Abend oder spätestens mal. Auf PlayStation haben sie verlängert. Da haben sie mindestens noch mal, weil sie ganz viele Serverprobleme und sowas hatten. Ja. Aber Casino ist aber ja, bis den 31. und 30. Bon, Swat, auf jeden Fall ein Video von mir, wie ich Black Ops spiele. Okay, meine de Freude war bei mir, ausnahmsweise mein Konsole-Video. Und zwar über. über Hardcore Uprising. Oh. Also kleinen Side-Scroller, zwar Shooter, aber mega viel Action, kennt ihr mit Metal vergleichen. Und ja, cool. Geht ab wie sein. Ja. Und Metal-Musik. Wichtig. Ja, das macht alles besser. Und Diskussionen drauf. Diskussionsraum, genau. Da haben wir über Brutalität und Sexualisierung von der Frage geschwärt. Ja. Und den ersten Teil. Das war Part 1 Brutalität. Voilà, den ja. Das, das vorabkommt. Mod, ein Gast. Ja. Dem Zoe. Dem Zoe. Voilà, das waren die drei Videos von dieser Woche. Genau. Ja, dann kommen wir schon zu den News. Voilà, kommen wir zu der ersten News. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mal ist es endlich soweit, da könnt das Spiel raus auf alle Konsolen. Die Reviews sind da schon viel da und geht für ihn aus sich eins, das Spiel soll fantastisch sein. Auf verschiedene Reviews war da zu lesen, dass da ein bisschen kontrovers wäre mit Microtransactions. Und zwar an einem von den Multiplayer-Modusen, den Forward Operating Base PvP-Modus. Da soll als gesagt gehen, da könnt ihr just mit richtigem Geld seine Basis erweitern. Das ist natürlich auch noch nicht zu verwechseln mit Metal Gear Solid Online. Die kommt recht am Januar raus. Da ist ein kleiner PvP-Modus. Da wird der Konami einfach da eine richtige Stellung rausgehen, dass das nicht so wird. Da sind alles, was ihr mit richtigem Geld kaufen kann, auch mit Ingame-Geld kaufen kann, dass das mit richtigem Geld just wäre, für zu beschleunigen. Konfusion aus dem Stern, weil die Review-Keys, die die meisten Reviewer dann hatten, die konnten Spiele da spielen und das System, den erst nach nicht online auf dem Server. Und natürlich, wenn sie da probiert haben, das zu machen, konnten sie just für mit richtigem Geld, der Konami sieht, weil der Server online geht, von dem Spiel raus könnt, dann wäre das dann auch doof, für das mit Ingame-Geld zu bezahlen. Also. YouTube Gaming, so heißt Google hier Antwort auf Twitch.tv. Das war das offiziell gestartet. Es gibt nicht immens viel Unterschiede, also auf den ersten Blick zwischen den zwei Servicen. Just dass YouTube Punkte kann mit mehr einem übersichtlichen und praktischen Interface für das Ganze. Eine neue Funktion ist zum Beispiel, dass ihr kann Streams, wenn ihr Laura könnt an den Stream und heute in den Anfang verpasst, kann ihr da zurückspulen und davon vier gucken. Das ist technologisch. Was YouTube für allem Kind machen, für sich mehr noch vier zu bringen, ist Performance an Serverstabilität und denen zu schaffen und da vielleicht einen Viersprung für YouTube zu holen. Es bleibt aufzuwarten, wie eine Auswirkung das Ganze vielleicht auf den Konkurrenzkampf zwischen den zwei hat. Am Dezember kommt der dritte Teil von der Just Cause-Reihe raus. Das kann ich schon ein Zeitchen viel bestellen und Square Enix wird dann mitgedeelt, dass sie einen kleinen Konkurs machen in den Vierbesteller. Wenn ein Spiel also vierbestellt wird, hat ab dem Moment, wo der raus ist, 90 Stunden lang Zeit, für am Spiel so viel wie möglich Chaos-Punkte zu sammeln. Das ist für einen von den Hauptmechanics am Spiel. Voilà, wenn nur den 90 Stunden dann die meisten Chaos-Punkte gesammelt hat, den gewinnt eine Insel. Das klingt ja super, aber sie haben aber direkt auch präzisiert, dass natürlich nicht garantiert gehen, dass das eine tropische Insel ist, kann auch mal nicht garantiert gehen, dass sie überhaupt bewohnbar ist oder erreichbar, wenn ihr nicht gerade Boot wird. Und am Plus muss ich in allen guten Kästen, die aufhalten, selber überholen und das umfasst natürlich auch so Sachen wie dafür kurz Kästen überhaupt, für das Ganze mal aufzuwickeln. Lo soll ihn aber nicht verzagen, weil den, der gewinnt, hat natürlich auch die Chance, sich für 50.000 Euro Preisgeld zu entscheiden.
Und natürlich viel mehr praktisch aus. The Witcher 3 Wild Hunt. CD Projekt Red hat lo bekannt gegeben, dass an den ersten 6 Wochen, seitdem das Spiel released ist, haben sie 6 Millionen Kopien verkauft. Das möchte dann, dass ihre Profit, wie sie vom letzten Jahr, über 4000% an die Luft gegangen ist. Nebenbei besitzen sie auch noch Good Old Games, eine digitale Plattform für Spieler zu verkaufen. Auch die möchte seit Jahren ständig immer mehr Profit, was ihnen dann auch noch irgendein Auszug in Zeit gibt, zwischen ihren größten Spielreleasen dann sich Zeit zu holen, für die Spieler auch perfekt zu machen. Wem man den hunderte Stunden Spielspaß, die am Witcher 3 draußen noch nicht genug hat, den dürfte sich dann noch freuen, dass geschwind 2 neue Erweiterungen ausstehen für das Spiel, das als Hearts of Stone und Blood and Wine. Und die zwei zusammen sollen mehr groß und mehr lang sein wie The Witcher 2. Letzten Sonntag, den 23. August, war es soweit. Der große ESL One-Turnier am Counter-Strike Global Offensive ging an die letzte Runde. Team Envious wird an der Halbfinale ihre Gegner Team Solo mit 160 gelost, als sie an der Finale somit auf den Champion Fnatic getroffen, die sich an ihrer Halbfinale gegen Virtus Pro durchgesetzt haben. Weltweit haben über 1,2 Millionen Leute über Twitch nur geguckt, mehr auch am Motopolis konnten in das Event live gucken wollen. Das haben wir uns natürlich nicht in Ruhe gelöst und die Chance genutzt, für unsere Lützburger Gaming-Fans ein paar Fragen zu stellen. Maja, wir sind live bei Motopolis. Heute Abend ist der Livestream von der Counter-Strike Go-Final. Und wir haben auch schon direkt als nächsten Kandidat für ein Interview. Kann ich kurz bei mir? Sorry. Wie heißt du? Ich bin Sascha. Der Sascha. So, Sascha. Was erwartest du da für den Abend heute? Spannender Match. Ich hoffe, dass Fnatic das robbt, aber nicht so deutlich, dass es lange dauert. Und, ja. Willst du da gegen Fnatic spielen? Ja, gegen Envious, gegen als Franzosen. Mit der beste AWP, dem Kenny S, ja. Und der beste M4, dem Apex. Hast du eigentlich eine Prognose? Wer kennt gewonnen? Wer hat vielleicht gegen ausgehen? Direkt 2 Maps für Fnatic. Maja, haben wir schon als 2 Next-Kandidaten, die den Abend wahrscheinlich voller Fürfried heute Final gucken kommen. Wer warst du da? Ich bin der Ben. Und du warst denn? Der Jim. Der Ben und der Jim. So, wie da erst und dein Erwartung für den Abend? Ich weiß nicht genau, für wen ich los soll halten. Ich kann mich einfach persönlich auch nicht so gut aus. Ja, weil in der Finale hast du Fnatic gegen Envious. Ja. Ich hoffe nicht, ja. Dass Envious gewinnt. Keine Ahnung, ich sehe nicht so die Fnatic-Fan im großen Ganzen. Geht ihr denn was Spezielles dann bei? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich fand es einfach nicht so extrem. Irgendwie sind ich mehr so. Ich war schon immer Titan und dann kann ich erst hier weggegangen. Hab ich mir gedacht, okay, gut. Ich gebe so, und das ist besser für Envious zu halten, weder ich für ihn den Team halte, was ich nicht so gerne habe. Und am Anfang konnte ich immer für Kinguin gehalten. Aber die sind ja rausgeflogen, leider. Gegen TSM? Ja. Und ja, das ist halt immer ein bisschen schwer gewesen. Wen hast du Favorit von euch? Also, ich habe dafür Fnatic, weil ich schon ehren, dass sie ziemlich gut sind. Und dann ich glaube, dass die noch gewonnen werden. Ja, ich gebe so, und das ist der Envious. Your name is? Nikolai. Nikolai, so for tonight, do you have any favorites? No, not yet. So? I'll see. So you decide during the match who's going to win? Mm-hmm. Ah, it's a bit lame, isn't it? No, I like it that way. Und du warst denn? Max. Max? Daniel. Daniel. Und der Felix. Und der Felix. Maja, der drei. Hat er eigentlich Erwartungen für den Abend? Für den Turnier? Wie kann er ausgehen? Was sind deine Favoriten? Ich hoffe für Fnatic. Und hoffe, dass es eine gute Atmosphäre gibt auf jeden Fall. Also ich tatsächlich auch für Fnatic. Und ich wollte einfach mal gucken, wie teil so ist, das Ganze auf Grasbinde zu gucken. Ja, also ich meine schon, dass Fnatic halt der Favorit ist. Aber Envious hat doch schon eine gute Chance. Gibt hoffentlich ein spannendes Match. Und ja, mir das ist überrascht. Es wird sicher ein spannendes Match geben, weil Fnatic hat ja auch so just noch gewonnen. Ja, keine Woche interessant, ja? Weil sie sich echt auch wahrscheinlich NIP für berät haben. Ja. Weil ihr bis nur NIP immer auch zweite war. Natürlich, dass sie sich darauf kennt, für berät haben. Und wenn es auch Fnatic lo, vielleicht ein bisschen schlecht gespielt hat, weil sie da vier Tage probiert haben, sich auch auf das Night Team fair zu bereden, weil sie alle gut ein NIP bisschen fair bereden waren. Das kann natürlich sein. Boah, sie sind trotzdem gewonnen. Ja. Das sind nur noch das Finale. Das sind dann 3-4 Fnatic. Ja. Ist deine Prognose, wie das Kind ausgehen? Und wenn sie also gewonnen oder verlieren, wie weiß ich. Schön. Hängt von der Map so wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. Da los, mal sein für Überraschung, okay? Now coming in to fruition. Du warst soweit und alles Ugal. Gespielt gehören Best of Three mit Runde von jeweils 30 Matcher. An der ersten Runde wurde es ausgesehen, wie war Fnatic keine Chance hat, weil Team Envious war schnell 4 und auf einmal stand mit 14 zu 7. Endlich hast du den Knut bei Fnatic abgegangen, als sie sich sensationell zurückgekämpft, bis es 15-15 gleich stand. An der Verlängerung hat Fnatic ihre Gegner du keine Chance gelost, aber somit gehen die erste Runde um sie. Es gab viel spektakuläre Momente, und in dem Moment, den der ganze Saal im Jubel gewünscht wird, war das Sniper-Aktion von Fnatic. Nur ein kleiner Pause, als es du weitergehen. Wen allerdings auf die dritte Runde gehofft wird, der gab enttäuscht, weil an der zweiten Runde wird Fnatic ihre Gegner keine Chance gelost. Team Envious wird alles probiert, mir am Ende stimmt du 16 zu 7 und Domat wird Fnatic für 300 nehmen, den Titel für sich können entschieden. Fred war auch manchmal so groß wie die Cup, die sie gewonnen haben. Mir und Leiter noch beim Rausgehen einen Kehr erwischt, für zu früh, wie es hinunter gefallen wird. Maja, das Finale von der CSGO, also Lo River. Wie warst du? Wir sind den Eve. Den Eve, an, wie hast du es gefunden? Wir sind ziemlich unerwartet. Ziemlich unerwartet. Der Anfang nicht, also bei das hat nicht gerade ausgesehen, wann vielleicht die Game gewonnen, weil sie von Envy schon ein bisschen dominiert gefunden. Ja, ja. Also du weißt gar nicht, wie du da erhofft hast. Es war irgendwie, da war dann auch unerwartet. Wie viel warst du dann? Wie Fnatic. Maja. Dann gefräst du dich, Jule. Jo. Maja, tipptopp. Wie hat dir gefallen, wie war das Finale für euch, als der Ausgang, wie der euch auch wartet? Na, ja. nicht wirklich. Das hilft? Ja, kann ich erst nicht wirklich gut spielen, ne? Das hilft, du warst nicht für Fnatic. Nein. Aber ja, ich finde schon die Mats gut gefunden, auch mal so zu gucken, vielleicht immer auf dem Computer, mal etwas anderes. Und nur das Ziel, das heute gesehen, dass ich, also ich fand, sie sich irgendwie abgehen. Bei Envy. Envious, ja. Ja. Ja, weil die Dachparty, die gemerkt, war nämlich ganz vorbei, weil es durch ein Kilo Schleif kriegt. Das sind ein geil rumkommen von Fnatic. Boah, also ich fand wirklich Fnatic als wirklich starkes Team. Also ich hatte wirklich gehofft, dass Envy das Game gefühlt. Also wirklich, ja. Envy hat wirklich stark gespielt auf der ersten Map. Ja, sie hatten eine starke Strom. Wir haben uns aber so viel Party so viel Runden verschenkt, kommt es so wirklich gesehen, dass Motivation nicht mehr da ist. Ja, ja, du sagst meinst, dass ich verloren. Weil das ist leider schön, dass Andy verloren hat, mehr, aber Fnatic hat ihn gewonnen, also das verdenkst. Okay. Was sind deine Impressionen so von der letzten Finale? Ich fand, dass Fnatic hat am Anfang noch ein bisschen geschwächelt, aber dann, wo sie halt ihre Comeback gemacht haben, auch in der Overtime wirklich geweckt haben. Also wirklich schon so angefangen, Last zu rollen. Und ich fand zwar schön, dass es kein dritter Map-Login ist, aber es war ein guter Victoire, auf jeden Fall. Es war wohl verdient. Ja. Ich meine, es waren 8 Runden, die sie voll gewonnen hatten. Ungefähr bis Epstorim. Nur an der Matte Overtime. Also nonstop. Ja, also, ja, auf so von dem Punkt, wo sie an halt 15 Runden hatten, NWS, und sie schießen auf durchgewonnen gehabt. Ja, das war ein bisschen überraschend. Das war. Also das ist zwei schön. Ja, also ich fand Envious war am Anfang überraschend stark. Wir sind einfach nur noch gelöst an Fnatic hat Game machen gelöst und dann sie gehen einfach überrannt. Dann, ja, ja. Das hat auch jeder gemerkt. Sie haben einfach so Fnatic Tempo fähig gelöst. Und ich meine, das war dann hier ein ultimativer Innergang dann zum Schluss. Ja, wir sind einfach Fnatic sehr viel Zeit gelöst für nur zu denken, weil Fnatic spielt halt viel strategisch, nicht so ob Aim. Und es sind sehr viel Zeit gelöst, wie auch zu Strategien durchzuführen und abzubauen. Ja, war. Und? Also, du hast gerne wieder Wort? Ja. Jo. Also, das war das Lauf von der Finale von CSGO-Turnier zu Köln, das live hier im Utopolis gestreamt ging. Nur ein spannendes Match an einer spannenden ersten Runde hat Fnatic schlussendlich trotzdem gewonnen gegen Envious. Es war ein sehr spannendes Match. Die erste Runde, boah, verrückt. Die war verrückt. Was du dazu sagen kannst? Das war Wahnsinn. Also, am Anfang hat es ausgesehen, wie wenn Team Envious einfach just ging so spielen. Das wäre gar kein Problem. Und du kommst Fnatic einfach B-Mol. Okay. Das war Wahnsinn. Ja, also war ich war total gehypt. Wie ich hier fertig ich war da. Oh, das war so spannend. Also, ich bin mega cool von. Die Bannen, die Leute, sie sind mega abgegangen. Sie sind
Alke has gegrölt, Alke has geklappt, wenn er im irgendetwas geschieht ist oder wenn er im irgendein Powerplay von irgendeinem Team kommt ist. Es war verrückt, und er war nicht auszuhalten. Was einfach so gut, wenn es das Spiel nicht so zu kennen, was einfach matt gerappt gehen. Das war einfach, wow, genius, der Bannen. Bon, das ist nur leider fertig. Mehr so noch als Last wieder dazu. Also Fazit das, absolut kann ich nicht immer im Kuchen kommen. Das ist absoluter Wert, immer im Spannend. Und ja, du machst so mein erst dann Eddie und merci für den Kuchen. Ciao, subscribe! Das Spiel von der Woche aus das hier Pokémon Tournament. Wir haben das dritte Spiel rausgesucht, weil das soll bekannt gehen, dass es nächstes Jahr, 2016, auf der Wii U an Europa wird rauskommen. Bis dahin gibt es schließlich eine Arcade-Version, an der letzte Woche natürlich auch ein Turnier aufgehalten ist, wo Leute invitiert wurden, für zu testen. Leute, die hier invitiert waren, waren größtenteils aus der Smash 10 und auch aus der Tekken 10. Was wir bis dahin über das Spiel wissen, dass das in zwei Pokémon kann raussuchen, mit denen ihr aktiv gegen den ihr kämpft an zwei Support-Pokémon kann haben. Diese Support-Pokémon erlauben euch natürlich dann für richtig geile Komboen zu machen und kann auch ganz gut sehen, dass das Spiel vielleicht ein Kerl eher selbst Status erreicht. Wenn ihr für gespannt seid, ob nächstes Jahr, wenn das Spiel wie raus ist, und könnt ganz sicher ein Argument sein, für sich ein Wii U zu kaufen. Naja, Gewinnspiel. Gewinnspiel. Gewinnspiel geht halt, wo ist denn? Das sind coolen Cyber Arcade. Ich gehe Finger. Klassiker? Ich gucke noch mit Hanke was. Wie immer nicht. Ja, ja, das du? Ja. Nee? Okay. Ah, hast du Hanke ausgepackt. Okay. Ich weiß nicht, auch Hanke, wie ihn ausgesetzt und Unas. Du siehst, wie viele Spieler drauf? 240 Spieler. 240. Ich krieg den Haken nach 240 Spieler. Also, diesen Cyber Arcade hast du gewonnen mit 240 Spieler und man hat es ziemlich cool. Das ist mehr, das mehr. Ja, ja, also du bist ein bisschen süchtig. Ja. Also, weil voll froh als die Heiten. Wir blenden nur einen Spieler an und dann muss ich so wählen, das. Das ist ein Gameboy-Spiel. Und voilà, ein paar Abnehmen. Schickt euch den Namen vom Spiel auf infactplaysgames@gmail.com. Übrigens, du dabei kriegst den Call of Duty Sniper Guy. Okay, das war's gut gewonnen. Froh war anscheinend zu schwer. Also, den kriegt ihr noch dabei. Voilà, kleinen Checkpoint im Do. Wie gesagt, was ich spiele, lasse das Spiel jetzt gesicht. Den Namen, schickt euch den Namen. Das der hat ja gesehen, dass im Gameboy nicht so schwer zu fahren. Nee, ja. Okay. Nee. Also ich meine, sieht für ihn aber einem gewissen Alter, müsst ihr doch so schon kennen. Also, ja, wenn du nicht warum, das ist wie mehr. Ja, ja. Voilà, und voilà, zu befinden zum Gewinnspiel. Ja. Ja, voilà. Und dann ziehen wir dann heute rückkommen um Schluss von der Sendung. Ja. Das geht ein bisschen mehr kurz. Ja, so, dann ist das noch ein bisschen dauert. Da hat kurz auch knapp. Ja, das stimmt. Er hat das chronologisch Gefühl als ein bisschen getäuscht. Ja, und er hat wirklich gesagt, okay, sie hast wie kurz, da kommt direkt ein Kommentar. Vom, sehr gute Witz. Vom, ja, vom Mats Play. Vom Mats Play, genau, Mats Play, schon nimmt sich. Und voilà, okay. Ja. Also, war von merci, dass da jetzt noch hingewiesen ist, dass die Sendung nicht kurz bleibt, wie man während der Woche profitiert wird. Sympathisch, dass neues Bescheid gesagt wird. Ja, genau. Voilà. Und ja, nächste Woche, da denkst du, was feststeht bis los, was tut sich als Part 2 von der Diskussion. Genau. Absolut. Über die Sexualisierung. Das kann ja, okay. Mhm. Voilà. Ja, leider. Ja. Ja, das war schon okay. Aber dann bleibt es nicht alles übrig für immer. Wie zu so, ein schaut nächste Woche an, was nächstes heißt. Dreckstart. Nicht Power. Dreckstart. 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 Ciao, ciao. Adi. Thank you.